Ja, hallo zusammen und willkommen zu Bad Part 12 von Die Sims 3. Der Part wird jetzt leider wieder etwas anders. Ich war nämlich super, super, super fleißig im Aufnehmen und habe dann festgestellt nachher, dass ich leider, leider, leider wieder vergessen habe, das Mikro umzustöpseln. Deswegen waren jetzt vier Parts ohne Ton, was super blöd ist. Aber nun gut, daran kann ich jetzt leider eh nichts mehr ändern. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, bevor wir jetzt hier vier Parts wieder unkommentiert ohne Ton haben, schneide ich einfach die wichtigsten Sachen aus einem Part zusammen, und erzähle nachher ein bisschen dazu. Ich hoffe, das passt für alle. Ich glaube, das ist spannender, als wenn es jetzt hier vier Parts unkommentiert gibt. Und ja, es ist Frühling geworden. Marco hat Geburtstag. Und Marco hat über Nacht den Wunsch bekommen, man hat es gerade unten gesehen, ein Baby mit Rosi zu bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Rosie hat den Wunsch leider noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich weiß nicht genau, warum Marco jetzt auf einmal den Wunsch bekommen hat. Ich hatte mich ja vorher ein bisschen darüber beschwert, dass sich die beiden das leider noch nicht wünschen. Vielleicht liegt es daran, dass er gemerkt hat, hey, ich werde erwachsen. Vielleicht liegt es an den Frühlingsgefühlen. Wer weiß, wer weiß. Habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und auch, dass es wieder Frühling wird. Dann können wir nämlich mit Rosie noch ein bisschen am Garten arbeiten und mal wieder ein paar andere Dinge tun draußen. Und ja, ansonsten habe ich quasi nochmal als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk den beiden ein besseres Bett gekauft. Das sieht ein bisschen schöner aus und das bringt auch ein bisschen mehr Energie. Es hat mich nämlich sehr gestört, dass die beiden so super lange immer schlafen. Und ansonsten, genau, habe ich hier versucht, ein Flohmarkt zu kaufen. Tommy hat nämlich Flöhe bekommen und ich war mir nicht ganz sicher, wie ich die wegbekomme. Das hatte ich nämlich noch nie. Das war ein bisschen doof. Ich dachte mir, wenn wir heute Abend eine Party schmeißen, wäre es sehr blöd, wenn Tommy da alle Gäste mit Flöhen ansteckt. Kleiner Spoiler: Flubbert gab es da natürlich nicht. Tommy hat Georgie angesteckt mit Flöhen. Ich habe dann im Internet nachgeschaut, wo mir gesagt wurde, das kann man direkt an der Katze machen. Ja, Tommy wollte sich leider nicht baden lassen, da Tommy aus irgendeinem Grund nicht so die Bombenbeziehung zu den beiden hat. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Bei Georgie war das alles kein Problem. Ich glaube, Tommy hat soweit aber auch niemanden angesteckt. Die Flöhe sind ja Gott sei Dank nicht so ein super langwieriges Ding. Und ja, ansonsten passiert hier, glaube ich, gerade erstmal nicht mehr. Ja, ich würde vorschlagen, ich melde mich gleich wieder, wenn es irgendwas Spannenderes gibt zu kommentieren. Ja, Marco hat hier gerade noch schön das Klo kaputt gemacht vor der Party. Und da ist auch schon der erste Gast. Er hat ja noch die Gelegenheit, man sieht es da unten, genau, er sollte noch für ein Restaurant werben, in dem er essen war. Ich glaube, das macht er gleich auch nochmal. Und da haben wir noch ein paar Simoleons bekommen. Das ist ganz gut. Ich wollte nämlich auch gerne irgendwann mal das Haus umbauen, zumindest mal ein bisschen weiter ausschmücken. Das sieht ja im Moment doch noch sehr mau aus, vor allem das Schlafzimmer. Das ist halt so ein Punkt, der mich sehr stört. Aber soweit ich mich erinnere, hatten beide sehr, sehr viele Gelegenheiten noch und haben auch super viele Simoleons dafür bekommen. Das heißt, da kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Geld zusammen. So, Rosie ist jetzt auch von der Arbeit wieder da und wurde sogar befördert. Das ist toll. Das freut mich. Da haben wir wieder ein bisschen was bekommen, ne? 4000 Simoleons, kann man schon ein bisschen was mitmachen.
Wer kuschelt denn da so intim? Ich glaube, es ist Cosimo und Fry Guys. Die zwei Süßen. Ja, ansonsten sollte Rosie sich nochmal ein bisschen mit Rhonda anfreunden. Nee, gute Beziehung zu Kollegen ist wichtig. Und dann haben wir nochmal 2000 Simoleons bekommen für die Gelegenheit. Es läuft mit den Simoleons, es läuft. So, und Marco pustet die Kerzen aus. Ach, verrückt, dass er jetzt schon erwachsen wird. Irgendwie ging das so schnell. Ich glaube, er hat ja eh ein paar Tage Vorsprung, ne? Rosie wird auch in den nächsten Tagen irgendwann erwachsen. Ah, das ging so schnell. Da war er erwachsen. Habe ich das gar nicht mit aufgenommen oder mit rausgeschnitten. Auch nicht schlimm. Was ist passiert? Am nächsten Tag haben sich beide jetzt auf einmal gewünscht, die erste Kerze zu bekommen, was mich super, super gefreut hat. Wirklich super gefreut hat. Das heißt, da können wir vielleicht bald loslegen. Wer weiß, vielleicht ist Rosie ja auch schon schwanger, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Marco ist natürlich in eine Midlife-Crisis gekommen, aber das sollte jetzt nicht so das große Problem sein. Und siehe da, Rosie ist super schlecht. Warum, warum? Na, man kann sich ja schon denken. Wahrscheinlich ist sie schwanger. Das heißt, eventuell ist sogar schon das erste Kind unterwegs. Und Bruce am Headbang. Der kleine Leguan hat Spaß. Ich finde ihn so witzig. Ich finde den so witzig. So, hier gestalte ich gerade noch mal ein bisschen das Schlafzimmer um. Ich habe die Wand gestrichen, den Boden reingelegt. Das macht schon sehr viel aus, tatsächlich. Man sieht direkt ein bisschen schicker aus. Leider hat dann die Bettwäsche nicht mehr so ganz dazu gepasst, deswegen probiere ich hier gerade mal ein bisschen rum und gestalte das Schlafzimmer ein bisschen um. Das könnt ihr euch jetzt mal ganz kurz ansehen. Kind ist unterwegs. Oh mein Gott, das ist so toll. Das ist so toll. Ich habe so lange darauf gewartet. Und da kommt das erste Kind schon. Ja, so schnell geht das, wenn man die Sachen überspringt. Marco wünscht sich ein Mädchen zu bekommen. Wer weiß, vielleicht hat er das Glück, ein Mädchen zu bekommen. Vielleicht wird es ein Junge. Wir werden sehen. Rosie sollte hier das Kind zu Hause bekommen. Ich wollte nicht, dass sie ins Krankenhaus fährt. Ach gut, Rosie ist etwas am Leiden. Aber du überstehst das schon. Marco steht dir tapfer zur Seite. Und geht jetzt erstmal duschen, ne? So ist das mit den Kerlen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es Zwillinge wären. Spoiler Alert, das sind keine Zwillinge geworden. Nur gut. Aber dafür haben wir einen kleinen Jungen bekommen. Er ist mit den Merkmalen Virtuose und Einzelgänger geboren worden. Da hatte ich mich gefragt, ich weiß gar nicht, ob das anders gewesen wäre, wenn ich das Kind im Krankenhaus bekommen hätte, ob ich mir die Merkmale dann selber ausgesucht hätte können. Wir haben den kleinen Alex genannt. Ich wollte das Ganze nämlich so machen, dass wir da alphabetisch vorgehen. Sprich, ich fange bei den Jungen von A bis Z an. Sprich, der erste Junge kriegt einen Namen mit A, der zweite Junge einen Namen mit B. Und bei den Mädchen mache ich das aber genauso. Sprich, wenn das nächste Kind jetzt ein Junge wird, würde es irgendwas mit B heißen. Bob zum Beispiel. Wenn es ein Mädchen wäre, wird es einen Namen mit A bekommen. Da habe ich mir schon einen ausgedacht. Und so weiter und so fort. Ich bin da mal super gespannt, wie weit wir da mit den jeweiligen Buchstaben kommen bei den Geschlechtern. Hier richte ich gerade noch ein bisschen das Babyzimmer ein. Ich finde, das ist super süß geworden. Ich mag das total gerne. Ich wusste irgendwie nicht so recht, wohin mit dem Sessel. Ich hätte den gerne da in der Ecke gehabt, aber irgendwie hat das alles nicht so gepasst. Deswegen stelle ich den gleich woanders hin. Ja,
Ich habe das Babyzimmer schon mal vorher gelb gestrichen. Ich dachte mir, das ist relativ geschlechtsneutral. Ich werde es jetzt auch so lassen. Finde ich eigentlich ganz süß, so wie das nachher aussieht. Ich habe super viele Kuscheltiere platziert. Ich habe nämlich gesehen, es gibt super viele super süße Kuscheltiere und ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen mussten wir alle hinstellen. Ansonsten, man hat es vorhin gesehen, ich habe das Bad noch ein bisschen umgeändert. Das hatte ich jetzt gar nicht gesagt. Und die Küche auch. Die Küche müsste man, glaube ich, auch mal kurz angeschnitten gesehen haben. Ansonsten sieht man das im nächsten Part nochmal ein bisschen genauer. Und wir haben immer noch gut Simoleons über. Ich bin aber im Moment eigentlich ganz zufrieden so mit dem Haus, wie es ist. Deswegen werde ich das erstmal für ein paar Parts noch so lassen und dann irgendwann mal abreißen. Vielleicht, wenn wir ein zweites Kind bekommen oder so. Das war da dann mal ein neues Haus bauen. Aber so im Moment gefällt es mir ehrlich gesagt ganz gut. Ich finde es super gemütlich. Und ja, ihr könnt euch jetzt noch ein bisschen anschauen, wie ich das Kinderzimmer einrichte. Ansonsten würde ich vorschlagen, sehen wir uns einfach im nächsten Bad. Da gibt es dann auch hoffentlich wieder Ton.